fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Also Leute, ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist jetzt echt saudumm. Puh, du stinkst wie ein Schwein. Oh, es ist schweinekalt hier. Na, wisst ihr schon, um welches Tier es heute geht? Richtig, ums Schwein. Und zwar ums Wildschwein. Irgendwie ist es ja nicht besonders nett, was man so über Schwein sagt. Moment mal, ich glaube, da kommt Boris Schnittke. Der kann uns ganz viel über das Wildschwein erzählen. Wer ist denn das, Boris? Ja, das ist unser Schweinchen, unser Ferkelchen, die heißt Chantal. Hallo, Chantal. Sie ist 2 Monate alt. Oh mein Gott, die ist total süß. Chantal! Oh, weißt du was? Ich habe mag Chantal Banane. Oh, sehr gerne. Wir müssen Chantal mal rufen. Was machst denn du? Ja. Die antwortet dir ja. Natürlich. Wie machst du das? Ja, die haben eine eigene Sprache, die Schweinchen. Du sag mal, Boris, und wie alt und wie groß war denn Chantal, als du sie gefunden hast? Also als wir sie gefunden haben, war sie so 3-4 Tage alt. So klein. Und ungefähr so groß, dass sie in meine beiden Hände passte. So also ein klein. Ganz kleines Schweinchen noch. Ein ja. Winzig kleines Schweinebaby war die Chantal. Und wie kam das, dass sie da alleine im Wald war? Sie lief am Weg und war auch sehr unterkühlt. In unmittelbarer Nähe ist eine Autobahn. Und es kann ein Verkehrsunfall gewesen sein. Wir vermuten, dass die Mutter nicht mehr lebt. Und dann ist sie sozusagen mit euch mitgekommen? Genau, sie ist uns direkt hinterhergelaufen. Ehrlich? Sie hat richtig Anschluss gesucht. Wir haben kurz überlegt, aber haben sie dann natürlich gerne mitgenommen. Na klar, auf jeden Fall. Und jetzt ist sie aber schon ganz schön gewachsen in den 2 Monaten, ja, oder? Sie wiegt jetzt 10 Kilo. Also sie hat ihr Gewicht verzwanzigfacht in der kurzen Zeit. Das ist schon beeindruckend. Aber man sieht ja auch, sie hat den ganzen Tag Hunger. Ja, ich merke das schon. Leid auch, Chantal, du kriegst Hunger. Oh, ja, du bist die Beste. Ja, wenn du möchtest, kann ich dir ja mal zeigen, wie Chantal bei uns lebt. Wo wir sie aufgenommen haben und ihren Stall. Können wir dir mal zeigen. Ja, total gerne. Und für euch gibt es jetzt noch einen kleinen Film. Wildschweine leben seit Millionen von Jahren auf der Erde. Es gab sie schon zu Zeiten der Mammuts. Ihr Aussehen hat sich seitdem kaum verändert. Das Wildschwein ist der Vorfahre unseres Hausschweins. Wegen seines dunklen Haarkleides nennen die Jäger es auch Schwarzwild oder Schwarzkittel. Am Ende des Winters bekommen die Weibchen ihre Jungen. Sie heißen Frischlinge und wachsen in einer Großfamilie auf. Sie wird von der ältesten und erfahrensten Sau angeführt. Ganz wichtig für die Frischlinge ist der Kontakt zu anderen. Sie spielen miteinander und wollen niemals allein sein. Die Bachen, das sind die Weibchen, passen auf, dass alle zusammenbleiben. Die gesamte Familie wird Rotte genannt. Mit einem Jahr haben die Frischlinge längst ihre Streifen verloren. Die Weibchen bleiben ein Leben lang zusammen. Die Männchen, sie werden Keiler genannt, trennen sich von ihrer Familie und ziehen als Einzelgänger durch den Wald. Hier bin ich richtig. Boris ist Förster und das hier ist das Forsthaus, in dem er und Chantal wohnen. Was ist denn das für ein Gepolter? Boris? Hallo? Sag mal, was ist das denn für ein Saustall hier? Ja, das ist Chantal. Das macht die leider jeden Morgen. Nein, die schmeißt die Stühle ja. um. Man sieht daran, also so niedlich wie sie ist, aber es ist ein wildes Tier und sie macht echt schon Schaden im Haus. Ganz schön viel Kraft. Mist, jetzt habe ich es gerade verpasst, sonst hätte ich es in meinen Blog stellen Das können. Ist nicht schlimm. Du, ich habe das aufgenommen echt? Auf Kamera. Ich kann Super. Dir das gerne zeigen. Ach, zeig mal schnell. Ja. Hey, die schmeißt echt die Stühle um. Ja, man sieht hier daran, die hat unheimlich Kraft auch schon. Ne? Und die schmeißt einen nach dem anderen um. Das ist echt ein richtiges Wildtier mit aller Energie und aller Kraft, die man sich vorstellen kann. Ja, Wahnsinn, super. Du, und sag mal, hier ist sie aufgewachsen, ja? Genau, genau. Also wir hatten sie von Anfang an hier in der Hundebox gehabt. Ah, da schläft sie drin. Ja, hier die Heizung direkt daneben, das ist ganz wichtig für sie. Ne, dass sie Wärme bekommt, weil die kleinen Schweine ihre Körpertemperatur noch nicht alleine regulieren okay, können. Okay, okay.
Ne? Und was auch ganz wichtig ist, die brauchen Kontakt zu einer zweiten Sau, zu einem anderen Frischling. Oder, ja, wir haben es jetzt so geregelt, wir haben hier einen Stofflöwen ist das süß. Und haben ihr eine Wärmeflasche dazugelegt. Und das hat sie auch akzeptiert. Ne? Und wir haben auch jede Chance genommen, natürlich, wenn wir Zeit hatten, dass wir sie zu uns genommen haben, auf den Schoß gesetzt haben. Sie braucht richtig Streicheleinheiten. Ja, sie braucht richtig Kontakt. Das sind sehr soziale Tiere. Ein Wildschwein zu knuddeln ist schon was ganz anderes. Chantal scheint es richtig zu genießen. Für mich ist das auf Dauer ganz schön anstrengend, denn ihr Fell besteht aus Borsten, die ziemlich hart sind. Hoffentlich bekomme ich keine Blasen. Sanftes Streicheln würde Chantal aber nicht gefallen. Du weißt was, die stinkt überhaupt nicht. Die riecht total gut. Ja. Man sagt ja immer, Schweine stinken. Stimmt überhaupt nicht, Chantal. Sogar am Popo riechst du wunderbar. Ja, das ist an sich ein Gerücht mit dem Stinken bei den Schweinen. Das sind eigentlich sehr reinliche Tiere. Du riechst hier ja auch nichts in der Küche. Nee, überhaupt nicht. Ne? Sie ist stubenrein wie ein Hund. Also sie hat eine Stelle draußen, wo sie hingeht. Echt? Ja, wo geht sie aufs Klo? Draußen? Genau, wir haben draußen zwischen den Lärchen, zwischen den Bäumen hat sie eine Fläche. Und da geht sie immer hin, da macht sie dann ihr Geschäft und dann kommt sie wieder rein. Wildschweine achten also auf ihre Sauberkeit und eine ordentliche Körperpflege. Deshalb nehmen sie regelmäßig ein Schlammbad. Der Schlamm trocknet am Körper und Ungeziefer wie Zecken kleben in der Schlamm-Ganzkörpermaske fest. Nach dem Suhlen scheuert sich das Wildschwein an einem Stein oder Baum und wird so das Ungeziefer wieder los. Das ist ganz schön raffiniert, denn ein Wildschwein kann sich nicht wie eine Katze überall selber putzen, weil sein Hals so kurz ist. Boris, die quatscht ja den ganzen Tag. Ja, die Schweine unterhalten sich regelrecht. Die haben ihre eigene Sprache, die haben ihre eigenen Laute. Sie leben ja in streng geordneten Familienverbänden. Okay. Und diese Familienverbände haben auch ihren eigenen Dialekt. Was, echt? Ne? Wie wir Menschen haben Schweine einen unterschiedlichen Dialekt? Ja, so muss man sich das vorstellen. Das eine Schwein schnackt Pladütsch und das andere quatscht auf Berlinerisch, oder wie? Genau so im Prinzip. Das ist ja total lustig. Und sag mal, kannst du die Schweinesprache? Also ich kenne inzwischen ein paar Laute, die ich auch interpretieren kann. Okay. Was sie zum Beispiel laufen macht, ist dies. Ja, stimmt, das macht sie die ganze ne? Zeit. Das heißt so viel wie, ich fühle mich wohl, ich bin bei euch, mir geht's gut. Gibt's noch mehr? Ja, also die Schweine haben Hungerlaute, Angstlaute, Warnlaute natürlich, Alarm, Kampf, Abwehrlaute. Also man unterscheidet sehr, sehr viele unterschiedliche Laute. Mhm. Und ich denke, ich kenne so in etwa 15. Chantal, komm mal her. Fühlt sie schon wieder. Ich nehme sie jetzt mal hoch und dann wirst du hören, wie sich das anhört. Okay. So klingt es, wenn Chantal protestiert. Aber mit der Banane geht's, ja? Ja. Das mag sie überhaupt nicht. Das mag sie nicht. Sie hat keine Angst jetzt, aber das mochte sie nicht. Und das sagt sie ganz klipp und klar, das möchte ich nicht. Chantal durchwühlt den Boden. Sie sucht was zu fressen. Das nutzt Boris für ein Experiment. Chantal hat Hunger und du wirst mal sehen, wie kräftig dies ist. Okay. Oh, sie kommt sofort. Der ist richtig schwer, der Stock hier. Da. Super, Wahnsinn. Du kannst den ja mal hochnehmen, den Stock, was der für ein Gewicht hat, okay. Den sie so spielerisch wegrollt. Oh, Wahnsinn. Boah, Chantal ist total stark. Und jetzt stell dir vor, das Schwein wiegt 100 Kilo oder 50 Kilo schon, was sie da eine Kraft haben. Ja, vor allem mit der Nase. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die Nase der Wildschweine besteht aus einem extrem kräftigen Muskel und wird Wühlscheibe genannt. Damit können sie mühelos den Boden aufbrechen. Wie sieht es aus mit dem Hören und mit dem Sehen? Also mit dem Sehen ist nicht so gut, aber sehr gut ausgebildet ist der Geruchssinn und das Hören. Ja, das sind die wesentlichen Sinne, die angewendet werden bei den Wildschweinen. Mit ihrer feinen Nase hat Chantal schon den nächsten Leckerbissen gefunden. Jetzt gehen wir spazieren, an der Leine durch den Wald. Das orangene Halsband muss Chantal tragen, damit man sie schon von Weitem erkennen kann. Sonst könnte sie aus Versehen von einem Jäger erschossen werden. Also sie ist hier im Wald, fühlt sie sich richtig wohl. Da ist sie richtig in ihrem Element. Ihr Zuhause, sauwohl fühlt genau. sie sich. Hier läuft sie sofort in die Deckung rein. Wo jetzt? Also sie hat ja Sichtschutz und Deckung und natürlich Fraß, also Eicheln, Futter. Sie wird gleich richtig lossausen und du musst einfach mal probieren, ob du dranbleiben kannst. Okay.
Ne? Versteckenspiel mit Chantal. Wie schnell Wildschweine davonflitzen können, zeigt mir sogar schon die kleine Chantal. Ein ausgewachsenes Wildschwein kann sogar bis zu 50 Stundenkilometer schnell werden. So schnell wie ein Moped. Was machst denn du hier, verdammt? Ich laufe die ganze Zeit durch den Wald. Und Chantal ist längst hier. Ja, das war anstrengend. Ich schwitze wie ein Schwein. Ja, wobei Schweine können gar nicht schwitzen. Sie haben keine Schweißdrüsen. Wie, was heißt, sie können nicht schwitzen? Naja, die Schweine haben nur ganz wenig Schweißdrüsen, im Gegensatz zu uns Menschen. Und deswegen müssen sie versuchen, wenn sie jetzt aufgeheizt sind, ihre Temperatur zum Beispiel durch ein Schlammbad herunterzufahren. Und sie haben da richtig eine Schlammschicht auf ihren Borsten drauf, die sie sich dann so abschuppern. Das hast du ja gesehen, wenn sie sich so an den Baum stellen. Ja. Ne? Und damit reißen sich dann die ganzen Zecken raus. Ne? Das machen sie dann. Das die ist Mücken. Die Mücken. Vielleicht. Ja, das ist so ein typisches Verhaltensmuster von den Wildschweinen. Ja, weißt du was, Boris? Man sagt ja so viele doofe Sachen über Schweine, ja? Man sagt, du schwitzt wie ein Schwein. Stimmt nicht. Du stinkst wie ein Schwein. Chantal riecht ganz wunderbar. Oder du bist dumm wie ein Schwein. Stimmt auch überhaupt nicht. Na ja, da kannst du mal sehen, wie wenig wir an sich über die Schweine wissen. Ja. Von all meinen Wildtieren, die ich bisher hatte, ist Chantal sicherlich das Schlauste. Und ich hatte schon einige Tiere gehabt. Chantal schuppert sich. Mache ich gleich mal ein Foto. Während ich hier noch ein bisschen abkühle, gibt's für euch noch einen kurzen Film. Junge Wildschweine wachsen rasch und sind deshalb immer hungrig. Sie fressen Heidelbeeren, Blätter, Würmer, Insekten und auch mal eine Maus, wenn sie sie erwischen. Wählerisch sind sie nicht, denn sie sind Allesfresser. Ein See ist für Wildschweine kein Hindernis, um das sie herumlaufen würden. Denn trotz ihres massigen und gedrungenen Körpers sind sie gute und recht schnelle Schwimmer. Die beiden jungen Keiler sind auf Entdeckungstour. Sie sind neugierig und haben von niemandem Respekt. Sie müssen auch kaum um ihr Leben fürchten, denn ihren größten Feind, den Bären, gibt es in unseren Wäldern nicht mehr. Und Luchse und Wölfe sind sehr selten. Eigentlich leben Wildschweine im Wald, aber da sie sehr intelligent und anpassungsfähig sind, haben sie schnell herausgefunden, dass es auch in unseren Gärten köstliches Futter gibt. Da sie sich Orte gut merken können, vergessen sie natürlich nicht, wo sie die Leckereien gefunden haben und kommen immer wieder. Chantal hält jetzt Mittagsschlaf und ich mache mich auf die Suche nach einem ausgewachsenen Wildschwein. Normalerweise sitzt auf diesem Hochsitz der Jäger. Hier hat man doch schon mal einen super Ausblick. Aber kein Wildschwein weit und breit. Wo sind die nur alle? Ich glaube, das ist er. Da hinten ist Peter Marquette. Das ist unser Jäger. Der kann uns noch ein bisschen was über das Wildschwein erzählen. Ich gehe gleich mal runter zu ihm. Hallo, hallo Peter, ich bin Paula. Hallo Paula. Mensch, ich war hier jetzt eine ganze Zeit oben und habe nach Wildschwein gesucht. Ich habe keins gefunden. Ja, sowas. Das ist eigentlich ganz gut zu erklären, weil die Wildschweine sind nachtaktiv. Ja, das heißt, die schlafen jetzt? Ja, also dass du jetzt hier eins siehst, ist eher Zufall. Und ja, jetzt müssen wir mal suchen, ob wir Spuren finden davon. Sollen wir mal zusammen losgehen? Gehen wir auf Spurensuche? Ja, super. Und ihr kommt mit? Schön. Das ist Otti und das ist Schnecke, die Kleine. Oh, Schnecke. Und die sind hallo, Otti. Hallo, Schnecke. Gut dafür ausgebildet, dass hallo die Wildschweine riechen können. Auf geht's. Auf geht's. Guck mal die Hunde, was die boah, verrückt sind. Was guck ist das mal denn hier. Und die zeigen uns schon, dass hier diese Nacht Wildschweine waren. Okay, hier aber ich würde gerade sagen, verstecken können sie sich hier nicht, ja? Nee, alles voll Spuren. Und hier an diesem Stamm haben die sich ihr Fell, ihre Schwarte, geschubbert. Nachdem die Schwarte ist das Fell? Genau, so nennt der Jäger das Fell des Wildschweins. Und hier gibt es sogar ein Haar. Schau mal. Echt ein Wildschweinhaar? Von der Schwarte hat Otti gerade errochen. Ah, Otti hat es gefunden. Da. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Wildschweinhaar erkannt, muss ich sagen. Und das Schnecke ist auch schon ganz verrückt. Halt's ihr mal hin. Schnecke, oh ja, guck siehst mal, du? Ich finde das total toll. Wie riech ich das? Ihr Schnecke hier. Aber das ist nämlich das, was ich meinte mit den Spuren. Wenn man die Wildschweine selber nicht sieht, kann man aber diese indirekten Sachen sehen. Hier, das sind typische Wildschweinspuren. Da ganz deutlich und da. Ich habe aber noch eine weitere Idee. Wir laufen noch mal ein bisschen durch den Wald und sehen da noch die sogenannten Wechsel, die Wildschweinstraßen. Und da sehen wir noch bestimmt mehr Spuren. Okay, super, bin ich voll gespannt. Auf geht's. Richtig gute Stelle. Ja, wollen wir mal gucken, was hier noch so passiert.
Oh, schau mal hier, Schnecke ist ja ganz wild. Guck mal, guck mal. Ja, und das hat auch einen Grund. Guck mal hier, die Erde ist ganz frisch aufgewühlt von den Tritten. Und zwar die Wildschweine sind hier aus dem Wald gekommen, runtergelaufen und hier wieder hoch. Das ist der Wildwechsel. Du, das sieht aber ehrlich gesagt so aus, als wären sie mit ihrem Hintern da runtergerutscht. Ja, das wird, weil die Böschung so steil ist, auch wirklich? So sein. Ja. Dann rutschen das geht die hier mit Hintern Karacho runter? Runter und hier wieder rauf. Und Schnecke riecht jetzt schon, wo es hingeht. Siehst du? Ja. Wenn man die Schnecke jetzt verfolgt, die Schnecke will jetzt, genau, hier geht der Wechsel weiter. Die sind total verrückt, die Hunde. Peters Hunde haben die Fährte aufgenommen. Sie riechen, wohin die Wildschweine letzte Nacht gelaufen sind. Du, wenn mir jetzt wirklich so ein Wildschwein begegnet, so ein richtig großes, ne, was muss ich denn dann machen? Kann es gefährlich werden? Kann gefährlich werden. Also wenn es da hinten weit du irgendwelche Wildschweine siehst und du kommst hier den Weg entlang, dann tritt einfach den Rückzug an und nimm einen anderen Weg. Dann ist es unproblematisch. Passiert nichts. Dann passiert nichts. Okay. Ja, aber wenn es jetzt irgendwie nicht da hinten ist, sondern direkt vor mir steht, hallo? Ja, auch das kann passieren, wenn du zum Beispiel den Weg verlässt, was du nicht solltest eigentlich. Dann trifft man vielleicht auf einen Kessel, wo die Bache ihre Frischlinge hat und dann geht die indirekt in Angriff über. Die beschützt ihre Jungen, die beschützt ihre Babys. Ganz genau. Und dann ist Aktion gefragt. Dann nützt Wegrennen überhaupt nichts. Ja, und was? Ja, da musst du dich groß machen und laut schreien. Hey, stopp! Oh, da muss mehr kommen. Also noch mal ein bisschen mehr. Und hey, groß stopp. Machen. Ja, richtig. Noch halt, mehr. Stopp! So. Halt, stopp! Wildschweine leben doch im Wald. Was will Peter hier auf dem Feld? So, Paula, fällt dir hier was auf? Ob mir hier was auffällt? Schau mal auf den Boden. Ja, ui, ui, ui. Hier wird es nämlich jetzt ganz schön hügelig. Chaos hier. Genau. Ja, naja. Schau mal hier. Wenig Grün ist hier. Genau, und so müsste das Feld komplett aussehen, grün. Und hier siehst du nämlich, hier haben die Wildschweine die alten Maispflanzen rausgeholt. Ah, das sind Maisstängel? Ja, genau, und da waren irgendwo die Kolben und die haben die jetzt gefressen. Und die haben die gesucht und darum die ganze Erde mit aufgewühlt. Und das ist für den Landwirt natürlich ein Riesenschaden. Ah, guck mal, hier ist sogar noch. Da siehst du, genau, einen alten Kolben. Ein alter Kolben, das ist. Genau, da haben die Maiskörner drin gesessen und die haben sie jetzt rausgefressen. Also es ist eigentlich ganz schön doof, ja? Also damit richten die Wildschweine echt einen großen Schaden an. Ja, ist ja nicht also Feldern und auf Wiesen können die ganz schön enorme Schäden machen. Ja. Und im Wald haben sie aber auch wieder was Positives. Ach so, das ist so richtig gut für den Waldboden, wenn der so ein bisschen ganz genau gelüftet wird und dann wird was gewendet oder wird Platz gemacht für neue Eicheln, dass die hochkommen können. Also das ist durchaus positiv im Wald. Und sag mal, Peter, du bist doch eigentlich Jäger, ne? Mhm. Musst du auch Wildschweine schießen? Ja. Und zwar, die muss ich auch schießen, weil die keine natürlichen Feinde mehr haben. Ich sag mal, man sieht es daran, dass Wildschweine immer mehr werden, die kommen schon bis in die Städte. Und da ist einfach der Wald voll, der Lebensraum voll. Dann machen die Menschen teilweise Fehler, indem sie füttern in den Städten. Das heißt, die könnten bis vor mein Haus kommen? Ja. Da baue ich einen Zaun hin. Ja, das ist nicht so einfach, weil dieser Zaun, der muss schon richtig hoch sein. Ich sag mal, so hoch. Echt? Das schaffen die schon. Ja. Also könnten sie Bocksprünge machen? Ja, so ungefähr. Das würde schon fast passen. Okay. Sie würden natürlich erst versuchen, unten durchzukommen, aber wenn der richtig dicht ist, springen die oben drüber. Echt, ja? Also, wenn ihr mal ein Wildschwein vor eurer Tür habt, nichts zu fressen geben, ja? Sonst kommt es immer wieder und verschwindet nicht mehr. Peter hat einen Abdruck entdeckt. Er ist 7 cm lang. Das war also ein junges Wildschwein, etwa ein Jahr alt. Peter zeigt mir, wie groß es werden wird. Gut 1,30 Meter, fast so groß wie ich. Wildschweine sind übrigens Paarhufer, wie die Kühe. Ich darf jetzt Chantal die Flasche geben und möchte okay. auf jeden Fall jetzt losflitzen, weil darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Tschüss. Ciao. Forrest, füttern! Boah, das rumpelt ja schon voll. Ja, das Schwein hat jetzt richtig Hunger. Echt? Der ich denke, ja, wir werden ja jetzt was fertig machen. Komm mal mit. Ja, super. Fläschchen geben. Aber bevor wir jetzt anfangen, was zu fressen zu machen, will ich doch erstmal testen, ob du dich auch so ein bisschen vorbereitet hast auf die ganze Geschichte. Wie jetzt? Ich habe mir so ein kleines Quiz überlegt. Ein Quiz? Ja, genau. Es gibt bestimmte Merkmale für Körperteile von Schweinen. Okay. Kannst du dir vorstellen, was der Begriff Teller bedeutet beim Wildschwein? Beim Wildschwein? Bei der Chantal? Ja. Die Pobacken vielleicht, oder? Nein, das ist leider voll vorbei. Das sind die Ohren vom Wildschwein. Die Ohren sind die Teller? Genau. Jetzt habe ich noch einen Begriff. Okay. Weißt du denn, was Federn sind?
Die Federn bei einem Wildschwein. Haha, Boris. Ja, das ist tatsächlich so, dass den Begriff gibt's. Das sind die langen Borsten, die das Wildschwein im Nacken hat. Das ist ja total. Eine Frage habe ich noch und ich würde mich ja freuen, wenn du wenigstens einen Treffer hättest. Wenn ich jetzt nicht beantworte, darf ich nicht verdammt. Wir wollen mal gucken. Nein! Was sind denn die Lichter? Okay, die Lichter bei einem Wildschwein. Die Augen. Na Gott sei Dank. Ja gut, dann darfst du jetzt loslegen. Chantal bekommt einen Cocktail aus Milch, Kaffeesahne und Ei. Das macht satt und schön. Das Ei soll gut fürs Fell sein. Chantal hat die Mikrowelle gehört und weiß, dass es gleich die Flasche gibt. Und sie sagt unmissverständlich Hunger. Schweinesammer. Siebenmal am Tag bekommt sie noch die Flasche. Chantal frisst aber auch schon Obst, Würmer, Käfer oder was vom Mittagessen übrig bleibt. Ein Allesfresser eben. Schweine sind Allesfresser, fressen die auch eklige Sachen? Ja, also die Schweine sind nicht wählerisch in ihrem Fraß. Okay. Die nehmen auch durchaus Aas auf. Echt also, totes Tier? Ja, ja, genau. Aber dadurch sind sie auch gewisse Gesundheitspolizisten bei uns im Wald. Sie beseitigen sozusagen das Aas von den Straßen, aber auch im Wald. Sie schmatzt wie ein Schwein. Du, das muss ich unbedingt mal fotografieren für meinen Blog. Ja. Chantal, meine Süße, lächeln. Das ist Chantal, meine Freundin. Sie ist ein Waisenkind und lebt bei Boris, dem Förster. Jetzt weiß ich, dass Wildschweine intelligente und gesellige Tiere sind. Sie lieben den Körperkontakt und sind sehr reinlich. Du weißt was, die stillt überhaupt nicht. Wildschweine sind Allesfresser und die kleinen Frischlinge haben ständig Hunger. Da Chantal erst 9 Wochen alt ist, bekommt sie noch mehrmals am Tag eine Flasche mit Milch. So süß Chantal ist, sie bleibt ein Wildtier. Sie hat schon jetzt eine kräftige Wühlscheibe, mit der sie im Boden nach Fressbarem sucht. Mit ihren Tellern hört sie sehr gut und ihre Federn sind ziemlich stachelig. Eine echte Borste. Chantal scheuert sich gern und ausgiebig. So reinigt sie ihre Schwarte, ihr Fell. Und sie rennt wie ein Blitz. Keine Chance, sie einzuholen. Mit Peter, dem Jäger, war ich auf Spurensuche und weiß jetzt, was ich mache, wenn plötzlich ein großes Wildschwein direkt vor mir steht. Hey, stopp! Gut, dass Boris Chantal gefunden hat, denn er weiß, was ein Wildschwein wirklich braucht. Könnte ich mir jetzt auch so ein Wildschweinbaby nach Hause holen? Also das wird sehr schwierig. So niedlich und drollig, wie sie jetzt noch aussieht, sie wird natürlich richtig groß werden. So ein zahmes Wildschwein kann man nie mehr auswildern. Es hat jegliche Scheu verloren vom Menschen. Kann durchaus auch gefährlich werden. Und es würde auch gar nicht mehr in die Einheiten, in diese Familienverbände integriert werden. Chantal könnte nie wieder zurück in ihre richtige Familie. Nein, das würde nie mehr funktionieren. Und was macht ihr mit ihr, wenn sie größer wird? Also Chantal wird eine Aufgabe bei mir bekommen. Mhm. Und zwar werde ich sie als Fährtensau ausbilden. Was ist denn eine Fährtensau? Also eine Fährtensau ist ein zahmes Wildschwein, mit dem ich abends an der Leine durch den Wald gehe, so wie hier. Aha. Und mit ihr eine Duftspur lege. Okay. Und am nächsten Tag gehe ich mit speziell ausgebildeten Jagdhund daher und versuche genau diese Route, die ich abends vorher mit dem Schwein gelegt habe, auszuarbeiten. Also die lernen quasi den Geruch vom Wildschwein zu verfolgen. Ganz genau so wird's laufen. Können wir schon mal üben, Chantal? Probier es mal aus. Ja, geht los, auf jeden Fall. Okay. Super. Chanti, komm. Okay, aber dass er mir wiederkommt, ne? Ja, ja. Tschüss. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann